Schaut man sich den amerikanischen Markt mal unter der Lupe an, hier ein bisschen unter dem Stundeneinfluss beziehungsweise hier auf Minutenbasis, dann sieht man, na wirklich viel passiert da nicht. Es sieht aus wie eingeschlafen. Aber er bewegt sich noch, allerdings nicht so lange, denn heute ist ja um 19 Uhr Schluss. Heute ist President's Day. Das heißt, die US-Börse, die Aktien, die bewegen sich heute gar nicht. Also da ist heute erstmal Feiertag, da passiert nichts. Die Futures eben für ein paar Stunden. Das bedeutet allerdings, dass handelsseitig heute nicht wirklich was angefasst werden sollte, denn Bewegungen dieser Art sind natürlich viel mehr noch erratischer Natur, noch viel fehlerhafter, als sie das normalerweise schon sind. Und wer normalerweise schon ein bisschen maulig ist und sagt, na, das ist aber doof, was der Markt da wieder fabriziert, der muss heute noch mehr mit solchen Eigenarten rechnen. Wir sehen, dass wir teilweise minutenlang auch mal keinen Kurs oder nicht wirklich was hier zu sehen bekommen haben. Das dürfte sich heute Nachmittag auch immer mal wieder so ergeben, dass einfach nicht genügend Input da ist. Klar, die Aktienmärkte per se machen es nicht und viele institutionelle Händler bleiben dem Geschehen auch fern wegen des Feiertags. Das ist dann natürlich auch eine Auswirkung, die sich auf andere Märkte dann überspringen lässt. Also tatsächlich. Der DAX beispielsweise, wir können mal kurz drauf gucken, ebenfalls na, nicht wirklich jetzt super motiviert, hier auf eigene Qualitäten da rauszuspielen. Wir gucken mal auf den Index hier im Allgemeinen, dann sehen wir schon, okay, da passiert aktuell jetzt nicht so viel, sondern man versucht den Tag einigermaßen gut hinzubekommen. Ich habe übrigens ein Feedback bekommen. Warum zeigst du denn den Performance-Index? Alle anderen Indizes der Welt, die werden doch als tatsächlich, wie sie sind, dargestellt für diejenigen, die mit dem Performance-Index nichts anfangen können. Beim DAX werden eigenartigerweise die Dividenden sogar wieder mit reingerechnet. Deshalb ist der Verlauf des DAX nochmal ein wenig anders zu sehen wie, Entschuldigung, wie bei den anderen Indizes. Das ist aber nun mal so beim DAX. Der DAX, wann immer man ihn zu sehen bekommt, ist eben normalerweise dargestellt im Performance-Index. Deshalb ist es auch für mich das eigentlich eher relevante Bild, denn viele Leute fassen ihn so auf. Allerdings ist die Argumentation, die ich dann natürlich gehört habe in dem Zusammenhang, ja, aber vorsichtig, das verzerrt doch das Bild. Ja, das ist natürlich richtig. Trotz alledem machen wir uns nichts vor. Eigentlich ausschlaggebend ist der amerikanische Markt und da passiert eben aktuell nicht wirklich was. Und dementsprechend sollten wir den heutigen Tag auch etwas ruhiger begehen. Wer also auf die Märkte gucken will, sollte das gerne als Vorbereitung auf die nächsten Tage tun. Wer da sagt, ich nehme mir mal ein bisschen mehr Freizeit, der tut vielleicht ganz gut daran, den heutigen Tag für sowas zu wählen. Morgen sind die Marktteilnehmer natürlich dann wieder da und da passiert dann natürlich auch wieder deutlich mehr. Also in diesem Sinne ist jeder eingeladen, das rauszusuchen, was für einen selber sinnvoll ist. Ich werde natürlich jetzt mal ein wenig über die Märkte gucken, was so die nächsten Tage bieten werden. Also jetzt schon mal vor, schon heute an morgen denken oder wie heißt der Spruch? Also ein bisschen die Vorbereitung, das kann man natürlich tun, das werde ich jetzt heute Nachmittag tun. Wer möchte, der kann natürlich mir gleich tun oder aber entsprechend dann ab morgen wieder richtig mit dazustoßen. In diesem Sinne euch allen alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße und bis bald wieder in einem hoffentlich bewegten Markt.